Ich heiße euch ganz herzlich willkommen hier heute Abend zu Gast bei einem ganz speziellen Webinar hier zu Gast bei CapTrader auf der einen Seite und natürlich in Verbindung mit dem Agena Trader. Ich würde euch eigentlich gerne auch noch was zeigen, aber ich habe, glaube ich, noch keine Gewalt über meinen Bildschirm. Also über meinen Bildschirm schon, aber ich kann ihn noch nicht zeigen. Ich Jetzt kann geht's sofort los. es. Dann machen wir gleich nochmal die offizielle Begrüßung mit Foto und dann auch, hätte ich fast gesagt, mit Bild. So, jetzt soll es gleich losgehen. Und kurz noch von mir. Ich freue mich auf das heutige Agena Trader Spezial mit dir und vor allem, wie das Trading mit dem Bornbar genau funktioniert. Oh, da freue ich mich auch und ich bin sehr gespannt, wie das wirklich funktioniert. Funktioniert das überhaupt? Naja, das gucken wir uns dann ja gleich mal an. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das richtige Fenster hier noch irgendwo hinkriege. Aber das ist noch falsch, denn ich will ja die Präsentation zeigen eigentlich. Dann machen wir das. Jetzt hat das. Na super, also. Hervorragend. Also in diesem Sinne, nochmal ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Erstmal ganz lieben Dank hier, dass ihr das Ganze organisiert habt und dazu eingeladen habt. Das freut mich natürlich sehr, denn was kann es Schöneres für Händler geben, wenn sie unter sich sind und ein bisschen über den Markt fachsimpeln können, über die aktuelle Situation und wie man selber daran geht an die Märkte, wie man sich der Sache nähert. Und genau das wollen wir heute tun. Mal ein bisschen schauen, was die Märkte machen und zwar unter quasi aus meinem Blickwinkel, aus meinen Augen, nämlich unter Zuhilfenahme meiner Tools, unter anderem eben den Bornbar und ob das vielleicht interessant ist, wie man ihn einsetzen kann, was er alles kann und ja, wie man damit idealerweise umgehen kann, beziehungsweise wie ich damit umgehe. Bevor wir aber loslegen, wir wollen natürlich jetzt keinen Folienvortrag machen, sondern gleich dann an den Live-Chart, aber ganz kurz ein, zwei Folien, eine Folie genau genommen, muss ich trotzdem kurz noch zeigen, beziehungsweise einen Hinweis geben. Ich bin ja selber aktiver Händler, hört, hört, ja, sonst wären wir nicht zusammen jetzt hier, aber deshalb bin ich ja beeinflusst, weil ich ja eigene Positionen jetzt habe, beziehungsweise für unsere Kunden natürlich, ich dann also vielleicht voreingenommen bin und einen gewissen Interessenskonflikt hier habe, zu sagen, ja, der Markt ist hier jetzt long, aber wir sind jetzt total short oder umgekehrt natürlich und dementsprechend vorsichtig immer noch mal gucken. Sowieso gilt das. Passt das Ganze, falls ihr das nachhandeln wollt, falls ihr das euch genauer angucken wollt, passt das zu euch und euren Risikoeinstellungen auch? Nicht, dass ihr jetzt blindlings von irgendjemandem mit oder ohne Haare hier irgendwas übernehmt und sagt, ja, der weiß ja Bescheid. Das ist immer mit einem gewissen Restrisiko und darauf soll eben hingewiesen werden. Ansonsten gibt es eigentlich nicht so arg viel zu erzählen, außer dass ihr seht, dass ich in sehr vielen verschiedenen Märkten unterwegs bin. Also wir können jetzt gleich ganz verschiedene Märkte auch angucken, aber generell gesprochen, selbst wenn euer Lieblingsmarkt da jetzt heute Abend nicht mit dabei ist, ziemlich wahrscheinlich lässt sich das auch übertragen, solange dort genügend Volumen entsprechend dann auch da ist. Also es geht natürlich nicht so gut, wenn da nur 5, 6, 7 Trades im Jahr zustande kommen. Aber ansonsten ist es eigentlich fast egal, ob ihr Währungen handelt, ob ihr Gold, Silber als Rohstoffbeispiel jetzt zum Beispiel macht oder es geht auch Crops oder sonst irgendwelche Sachen. Natürlich die Indizes, Einzeltitel und so weiter. Ähnliches gilt grundsätzlich auch für die Haltezeiten. Ich bin in sehr vielen Haltezeiten unterwegs, von wirklich langfristig bis kurzfristig. Normalerweise werdet ihr gleich sehen, wenn es gerade auch um den Bornbar geht, dass ich so ein bisschen Lieblingshaltezeiten habe. Ich werde euch dann aber auch genau sagen, woran das liegt. Generell gesprochen, mindestens mal theoretisch, das hängt ja auch ein bisschen davon ab, welcher Markt das im Einzelnen ist und wie schnell ihr auch reagieren wollt oder könnt, geht das aber eigentlich auf jeder Zeitebene. Allerdings ist die Effizienz bei einigen etwas höher als bei den anderen und das wollen wir uns natürlich dann entsprechend auch nochmal angucken. So, jetzt sehe ich hier gerade oben nochmal Fragen. Erst nochmal liebe Grüße an euch, die ihr da oben, euch schon, da oben sage ich schon, das ist bei mir jetzt oben eure Fragen, hier gemeldet habt. Ja, Unwetter habe ich überstanden, WOT bin ich auch da. Ich kann mir vorstellen, dass das eh ja ein kleines Familientreffen wird und dass wir uns da alle zusammen wiedersehen und dann natürlich auch am Stand vom CapTrader, ist ja klar, wenn wir hier beim Gastgeber sind. Und da werden wir auch immer gut behandelt. Insofern wäre das auf jeden Fall sinnvoll, wenn wir uns da dann auch nochmal sehen können. So,
Ja, wollen wir mal gucken, was Sache ist, wie es da aktuell aussieht. Wie gesagt, unter den aktuellen Gesichtspunkten oder Blickwinkeln, aber eben auch unter dem, was jetzt hier mit dem Bornbad zu machen ist. Wir können da ja mal ein bisschen hin und her springen. Mein erster Sprung gilt jetzt mal tatsächlich auf die Plattform. Den Agena Trader muss ich sicherlich an sich nicht mehr vorstellen. Den kennen die meisten. Ich habe ihn mir natürlich ein bisschen so zurechtgestupft, wie es für mich passend ist, wie es für mich auch sinnvoll ist, so von der Einrichtung. Aber da ist man natürlich sehr breit oder sehr, sehr flexibel in der Gestaltung. Das kann man dann so machen, wie man das gerne will. Da ich sehr viel auch mit Währungen unterwegs bin, wie ihr hier seht, habe ich natürlich hier unter anderem Währungslisten. Da kommen wir dann auch noch gleich dazu, hier, was das mit diesem an der Seite hier zu tun hat. Ich mache auch sehr viel mit Aktien. Natürlich, deshalb habe ich Ähnliches auch mit ein paar Aktien, die ich intraday sehr gerne handle. Also das sind so meine, wir sagen dazu Intraday-Stocks hier, eine Apple zum Beispiel, eine Boeing zum Beispiel, die ist hervorragend, sind die geeignet, eine Facebook, eine Gilead oder eine Alphabet. Das sind alles so Titel, die kann man fast so gut handeln wie ein Future, manchmal sogar noch besser, weil sie vom Verlauf her häufig sogar noch ein bisschen klarer, ein bisschen deutlicher sind und dementsprechend sehr schöne Trading-Situationen dann eben mit sich bringen. Also das ist auf jeden Fall ein Hingucker. Natürlich handle ich auch die Indizes, das ist natürlich klar. Also die großen, allseits bekannten natürlich. Insbesondere, wenn ich ehrlich bin, allerdings eher die amerikanischen. Also den DAX handle ich zwar auch gelegentlich. Das liegt aber einfach daran, dass das Volumen beim DAX häufig nicht mal so groß ist. Und jetzt zum Beispiel um diese Uhrzeit gucke ich mir den DAX normalerweise gar nicht mal an, weil jetzt der Markt sowieso nicht durch deutsche Kursgebungen beeinflusst wird, sondern durch amerikanische. Ja, dann gucke ich doch gleich auf den amerikanischen Markt und nicht erst auf das, was ich dann über Bande gespielt dann habe. Und da gucke ich mir natürlich gerne den Dow Jones an, also als Future beispielsweise YM oder inzwischen gibt es ja auch sogar den Mikrokontrakt, der ebenfalls durchaus sehr, sehr, sehr zu empfehlen ist, weil er eben so klein dimensioniert ist, dass man damit aus meiner Sicht sehr, sehr gut umgehen kann. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze als CFD zu handeln. Da kann man sich dann raussuchen, was man will. Da fällt mir ein, ich bin gerade so verbunden, dass ich die CFDs gar nicht hier als Datenlinge. Aber ist ja jetzt ja egal, wir müssen ja nicht jeden einzelnen Kontrakt da durchgehen. S&P natürlich ebenfalls, da habe ich noch so ein bisschen Geschmiere drin von vorhin. Aber das sind alles so Märkte, die man eigentlich wunderbar eben angehen kann. Das Ganze natürlich auch, um wirklich am Chart einfach so zu gucken. Also Holger, du hattest dir zum Beispiel gewünscht, lass uns mal S&P angucken. Das können wir natürlich mal machen unter dem Gesichtspunkt hier der reinen Chartanalyse. Also so ein bisschen so diesen Born-Style in Anführungsstrichen, also hier so mal auf die Elliott so ein bisschen zu gucken. Wobei ich sagen muss, ihr habt es gerade eben schon an der Zeichnung gesehen, so richtig eine Elliott-Wellenzählung. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das im Moment hier so 100% seht. Bin ich mir gar nicht sicher. Also wenn ich hier was müsste, wenn man mich zwingen würde, würde ich sagen, hier hat irgendwas mal begonnen. Das ist jetzt hier im 4-Stunden-Chart. Das war hier Anfang Oktober am 3. Und dann ist der Kurs erstmal hochgegangen, dann ging es dann runter und jetzt läuft der hoch. Das heißt, im Moment würde ich mal, wenn ich schon so Elliott-Wellenmäßig argumentieren müsste, ich kann das mal hier so ein bisschen einblenden, dass ihr das sehen könnt hier besser. Würde ich sagen, würde ich mich hinreißen lassen. Wir haben hier irgendwie eine erste Bewegungswelle, dann hier wohl die zweite Bewegungswelle und wir sind jetzt hier irgendwo in der dritten. Kommt irgendwann nochmal die vierte und später dann nochmal die fünfte. Wo die dritte zu Ende ist, weiß ich im Moment noch nicht. Allerdings, was ich sehe, ist, dass der Kurs aktuell ja, zwar nach oben geht, das habe ich jetzt schön gezeichnet, aber dass er sich so ein bisschen eindreht und eben den Vortrieb verloren hat. So was Ähnliches hatten wir hier übergeordnet schon mal. Das ist auf Tagesbasis. Also das, was wir uns angucken, ist das, was wir hier sehen. Also hier, was wir hier im 4-Stunden-Chart haben, ist das. Aber ihr seht so ein Verhalten, das ist nicht untypisch und führt meistens dazu, dass es danach plumps macht. Wie weit es dann plumpst, das ist eine andere Geschichte. Das muss jetzt nicht so weit gehen und so dramatisch steil sein, aber das ist eigentlich so ein Zeichen, wenn wir hier so viele Korrekturen haben, die immer mehr so überschneidend sind, dann zeigt das, dass die Leute einfach lustlos sind, dass sie keinen Bock mehr haben und sich nicht mehr unter den
Stein vortrauen und neues Geld da in den Markt pumpen. Das ist so eher so die Endphase einer Bewegungsrichtung. Deshalb würde ich vermuten, dass diese Bewegungsrichtung jetzt hier, die dritte Welle, so langsam dem Ende entgegengeht. Vermutung ist noch kein Beweis, aber wann hat man schon mal einen Beweis an der Börse? Aber zumindest würde das jetzt nicht wirklich verlockend sein, um jetzt noch massiv jetzt auf die Long-Seite zu gehen und sagen, hey, cool, 5.000 kriegen wir morgen noch hin. So. Das ist offensichtlich nicht ganz so einfach, wenn wir den Markt angucken. So, das, was wir hier haben, haben wir witzigerweise ja hier auch. Nämlich, dass der Markt hier mal einen Rücksetzer hatte, jetzt hier so ein bisschen, jetzt fängt er hier schon wieder an rumzuzicken. Das muss noch nichts heißen, aber je häufiger und je enger diese Korrekturen ineinander reingreifen, desto eher muss man sich fragen, sag mal, wollt ihr nicht mehr oder könnt ihr nicht mehr? So, und ja, wenn die Bullen einfach keine Lust mehr haben oder keine Fähigkeiten mehr, dann muss man ja nicht zwingend auf der Long-Seite dabei sein. So, und was macht man jetzt aus so einer Situation? Das ist, Entschuldigung, das ist gar nicht so dramatisch schwer. Da muss man jetzt eigentlich nur abwarten, wie die Marktteilnehmer, jetzt kriege ich den nicht gegriffen, doch, wie die Marktteilnehmer jetzt reagieren. Dafür will ich einfach nur wissen, wie seid ihr jetzt drauf? Macht ihr jetzt irgendwie sowas? Das kann auch ein bisschen grobporiger sein, irgendwie sowas hier. Dann würde ich sagen, das ist doch gar nicht so schlecht. Das kann von jetzt an beginnen, das kann auch noch ein bisschen höher gehen und dann erst losgehen. Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe euch nicht die Kopfhörer jetzt kaputt gemacht oder die Lautsprecher. Das hier ist eine klassische Korrekturbewegung. Ja, der Markt zuckelt so ein bisschen vor sich hin, er geht so ein bisschen ABC-mäßig manchmal. Also wir hatten das hier zum Beispiel, so dieses ABC, dazwischen gibt es so eine kleine Aufwärtsbewegung, das ist durchaus regelmäßig. Und danach setzt sich der Kurs mehr oder weniger weit erstmal vor, typischerweise zumindest mal über das alte Hoch, was wir hier haben. Und das geht auf allen möglichen Zeitebenen grundsätzlich. Sprich, in diesem Fall, wenn wir sowas bekämen, würden wir einfach gucken, wo ist das letzte Zwischenhoch? Und wir würden erwarten, dass das alte Hoch nochmal rausgenommen wird, dass der Kurs da also darüber hinausgeht. Denn wir haben ja noch die 5 und die ist ja typischerweise weiter oben. Also dann sähe das vielleicht in etwa so aus und wäre dann entsprechend auch so ganz grob gesehen mal zu handeln. Wann das kommt, wie das kommt, weiß ich nicht. Deshalb ist es für mich als Händler wichtig, zu wissen, an welchen Stellen ich dann entsprechend reagieren will. Und das ist eben, wenn ich die Abwechslung sehe zwischen der dynamischen Bewegung und der korrektiven Bewegung. Das hilft mir zu erkennen, okay, in welchem, nicht nur in welcher Richtung, weil die ist relativ schnell nachzuempfinden, sondern in welchem Zyklus ich mich sozusagen befinde. Befinde ich mich gerade oder in welche Trendrichtung ich mich gerade empfinde. Also nicht nur die Richtung, in der gehandelt wird, sondern auch noch, ist das jetzt mit dem Trend oder neigt das dazu, gegen den Trend zu sein? Und wir wollen nie gegen den Trend handeln. Das ist nicht wirklich sinnvoll. Man kann damit auch Geld verdienen, aber warum sollten wir uns in so eine Juckelkiste setzen, wenn wir auch mal mit einem richtig schnellen Schub irgendwo landen können? Ja, also das heißt, je klarer die Unterscheidung ist zwischen dieser einen dynamischen Richtung und der anderen sehr wackeligen Richtung, je klarer der Unterschied ist, desto eher können wir daraus auch einen echten Trade dann machen und können dann unterscheiden, hey, aufwärts, ja, hier abwärts, welche ist stärker? Naja, aufwärts, okay, also suchen wir Aufwärtsgelegenheiten und die einfachste ist einfach so das letzte Zwischenhoch, letzte Tief, vorletzte Tief, das Hoch dazwischen beispielsweise. So, also insofern, das ist hier so im Moment so meine Erwartungshaltung, dass der Kurs hier früher oder später hier zum Erliegen kommt. Es wäre alternativ auch noch denkbar, ich mache das mal hier bewusst, mal als eine Alternative, das haben wir nämlich hier auch, dass man das so wählen kann. Es könnte immer noch so sein, das habe ich natürlich super toll geklickt. So. Dass das nur die erste oder eine A-Welle ist, dass die zweite oder eine B und jetzt kommt hier die dritte oder C. Und jetzt ist das Interessante, wenn es eine dritte wird, tut mir leid, dass das Pop-up hier immer so halbwegs aus dem Bildschirm rausragt, dann springt das bei euch. Ich versuche das zu vermeiden zukünftig, sorry. Das bringt eine völlig unterschiedliche Sichtweise mit. Das eine würde nämlich bedeuten, nach C ist Schluss. Und danach geht die andere Richtung wieder los. Und das andere ist, nach der dritten kommt die vierte, wie ich sie eben gezeichnet hatte, und anschließend noch die fünfte, mit Chancen, dass wir dann hier auch übergeordnet dann die alten Hochs dann nochmal rausnehmen.
Im Moment ist das ja noch so halbwegs hängend hier. Wenn wir uns das mal angucken. Ach Gott, hier. Man muss auch die richtige Taste klicken, wenn man was erreichen will hier. Also zum Beispiel das. Das war auch nicht die richtige Taste. So, das war sie. Also ich arbeite viel mit. Ich weiß nicht, was ich hier fabriziere. So, jetzt kriegen wir es doch hin. Das ist hier so die Oberseite. Ich arbeite viel mit Tastaturbefehlen. Die kann man ja alles schön festlegen hier. Also wer den Agena Trader nutzt, ich weiß gar nicht genau, wo das ist. Normalerweise hier bei den Settings, da kann man dann beim Konfigurations-Escort sich seine Hotkeys festlegen. Wer übrigens, ich weiß, es ist ja hier so ein bisschen Heizdeckenverkauf, auch wer dieses Born-Paket sich dafür interessiert, der kriegt natürlich, wenn er will, meine Hotkeys mit gleich dazu. Das heißt, der kann dann, muss die dann nicht nochmal einzeln konfigurieren, sondern kann die dann entsprechend dann quasi mit Nutzen natürlich auch nochmal anpassen. Das ist natürlich klar, aber wir haben uns was dabei gedacht mit den Hotkeys und sie sind eigentlich sehr bequem eben auch anwendbar. Und wer jetzt sagt, ich brauche das Born-Paket nicht oder ich habe es, aber bisher habe ich das noch nicht genutzt, probiert das aus mit den Hotkeys. Ihr beschleunigt die Arbeitsgeschwindigkeit von euch. Ja, also wenn ihr das mitverwendet. So, jetzt kam eine spannende Frage auf hier nochmal und ich muss auch ein bisschen in diese Richtung mal gehen. Was sind denn diese blau markierten Balken? Und wir haben ja hier, ich hatte es eben schon mal so ein bisschen gezeigt, hier so mehrere Scanner, hier auch bei den Intraday-Stocks hier, wo man dann hier an der Seite sehen kann, hier gibt es so verschiedene Markierungen und hier im Chart gibt es witziger oder eigenartigerweise immer mal diese komischen blauen Viecher hier und was können die oder wofür sind die gut? Und wir können das ja mal eben ausprobieren, was das ist. Wir nennen die Bornbars. Irgendjemand kam mal auf diesen mehr oder weniger glorreichen Gedanken und wir können mal das ein bisschen mal ausprobieren, wie das grundsätzlich funktioniert und wie wir damit umgehen. Ganz kurz zu der Geschichte oder zu der Herleitung. Wir kommen ja stark aus dem Elliott-Wellenbereich, deshalb haben wir immer natürlich versucht, eine Methode zu finden, ganz viele von diesen Elliott-Mustern sehr schnell zu finden. Und dann hatten wir verschiedene Varianten, um das irgendwie zu scannen und damit der Rechner uns hier Sachen raussucht, die dafür tauglich sind. Und da kamen wir so auf so eine Vorleistung quasi von dem, was der Born-Bar jetzt hier quasi ist. Und waren damit aber nicht so wirklich zufrieden und hatten dann irgendwie durch den Zufall festgestellt, Mensch, den Mist kannst du ja fast besser alleine handeln, als für die Elliots einzusetzen. So, und damit war der erste Gedanke gesät. Und dann haben wir festgestellt, die kann man ja wirklich handeln. Und zwar relativ einfach sogar. Und daraufhin haben wir daran noch ein bisschen gefeilt, ein bisschen geschraubt und so weiter in den letzten Jahren. Also seit 5 Jahren ungefähr sind wir da dran, 4, 5 Jahre in etwa. Und haben festgestellt, die sind ja wirklich nicht so schlecht. Also man kann die wirklich sinnvoll einsetzen. Ganz grob, selbst wenn ich es wollte, könnte ich es euch nicht sagen und ich würde es schon gar nicht wollen, aber selbst wenn ich wollte, ich kann nicht mehr genau sagen, wie wir das berechnen. Ganz grob kann man aber sagen, wir fassen die letzte Bewegung, das, was wir hier so an vorausgehender Bewegung haben, das muss bestimmte Kriterien erfüllen und dann wird dieser Balken automatisch blau. Ja, warum der blau wird, ist letztlich gar nicht so relevant. Wenn einer davon blau leuchtet, dann ist das erstmal eine Aussage. So, und wir können das Ganze jetzt mal durchspielen und mal schauen an ein paar positiven, allerdings wichtig auch negativen Beispielen, was das Ganze bedeutet oder wie damit umzugehen ist. So, jetzt haben wir hier so einen blauen Balken. Wir nehmen jetzt einfach mal den. Wir werden gleich mehrere mal durchspielen. Mal kurz historisch und dann können wir auch gleich zum Beispiel mal gucken, welche Balken sind denn vielleicht morgen für den DAX interessant oder im Xetra-Handel und welche haben wir vielleicht im Währungsmarkt aktuell. Das können wir uns dann mal gemeinsam angucken und dann mal schauen, was das eben für uns bedeuten kann für den Handel. So, wenn wir dieses Ding hier haben, dann zeichnen wir noch unseren Bornbar Indicator da dran. Das ist einfach nur, dass wir im Prinzip diese Linien hier haben, denn das markiert nachher unsere Stop- und Zielmarken. Und das Schicke ist, wer möchte, kann diese Marken sich aber auch individuell anpassen.
Also ihr könnt, wenn ihr sagt, oh, das finde ich aber schick, aber ich möchte lieber mit anderen Zielen arbeiten oder ich möchte sogar noch ein zweites Ziel hier haben beispielsweise, dann könnt ihr die Werte hier verändern. Ihr könnt natürlich auch Farben und Formen, wenn ihr das möchtet, hier verändern und dann entsprechend euch zum Beispiel ein erstes, ein zweites Ziel hier eintragen lassen und auch noch weitere hinzufügen. Ihr müsst das nicht exakt genauso machen, wie wir das machen, aber ihr könnt es natürlich. Deshalb zeige ich euch jetzt genau, wie wir es machen. Und dann könnt ihr gegebenenfalls, wenn es für euch besser scheint, das dann so abwandeln, wie es dann für euch vielleicht praktikabler ist. So, was bedeuten diese Linien? Das ist relativ schnell erklärt. Das ist wirklich sehr einfach. Für uns ist ein Ausbruch auf der Oberseite nichts anderes als ein Long-Signal, ein Ausbruch auf der Unterseite ein Short-Signal. Nehmen wir mal an, ein Ausbruch nach oben, dann ist der Stop für die Long-Seite diese Marke für uns und das Gewinnziel ist diese Marke für uns. Wir haben auch schon mit anderen Varianten gespielt, mit anderen Stop-Marken. Das hat Vor- und Nachteile, aber das ist das, was wir im Moment so einsetzen. Das heißt, unser Stop liegt für die Long-Seite hier und unser Target liegt hier. Wir wollen auch nicht mehr haben. Man kann, wir haben das früher gemacht mit multiplen Targets. Das geht ja sehr einfach und sehr schön hier eigentlich mit dem Agena Trader, dass man dann hier eben auch eintragen kann. Ja, jetzt hier gerade im Moment nicht, aber dass man hier eintragen kann, okay, ich möchte hier eine erste Gewinnmitnahme, eine zweite und so weiter haben. Das machen wir, würden wir eigentlich auch gerne machen, machen wir praktisch aber nicht. Das liegt aber daran, dass wir in der Vermögensverwaltung, wenn dann noch mit mehreren Konten und dann ist ungerade Zahlen, dann werden die unter Umständen nicht richtig aufgeteilt. Das ist sehr viel mehr Arbeit und deshalb machen wir das nicht. Dann schließen wir die Position gänzlich und nehmen lieber den nächsten Trade, denn ihr werdet es gleich sehen, wir kriegen so viele von den Trades, dass wir durchaus uns die schönsten oder uns liebsten aussuchen können. Also es ist nicht so, dass man da lange drauf warten muss. So, was passiert jetzt, wenn der Kurs jetzt hier nach oben rausgeht? In diesem Fall ist er nach oben rausgegangen und gleich ins Target. Ist natürlich super, sieht klasse aus. Jetzt hier als Vorstellung ist nicht immer so, kann ich euch gleich vorwarnen. Ist aber sehr häufig so, dass das passiert. Wenn dem tatsächlich so ist, dann haben wir eine Chance-Risiko-Relation von theoretisch 2,5 zu 1. Praktisch ist sie natürlich nicht ganz so groß, aber 2,5 zu 1 in etwa ist das Verhältnis. Also wenn das hier 100 zum Beispiel Dollar Risiko wären, wenn wir das so haben wollen, dann würden wir theoretisch 250 gewinnen. Praktisch ist es ein bisschen weniger. Erstens habt ihr ja ein bisschen Gebühren oder ein bisschen Spread oder ein bisschen Slippage, das sind alles so Nebeneffekte. Aber das ist in etwa, kann man sagen, etwas mehr als 2 zu 1 das Chance-Risiko-Verhältnis, was wir hier haben. Der Einfachheit halber können wir jetzt auch und machen wir bei uns auch, rechnen wir immer mit einem 2 zu 1 Verhältnis. Das Verhältnis ist eigentlich größer, aber lieber ein bisschen Sicherheit auf der eigenen Seite haben, als nachher dann sagen, doch schlechter geworden. So, das heißt, in diesem Fall hätten wir dann jetzt zum Beispiel doppelt so viel gewonnen, beispielsweise 200 Dollar in diesem Fall. So, da wir jetzt nach oben raus sind, ist die Short-Seite für uns erstmal obsolet. Da komme ich gleich aber nochmal drauf. Das heißt, das ist jetzt ja einfach ein Long-Trade und wir warten eigentlich nur auf das nächste Signal. So, hier wäre das nächste Signal. Das ist sehr klein. Ich zeichne es jetzt trotzdem mal ein. Wir traden nicht alle. Ich sage auch gleich, welche Einschränkungen wir haben. Aber würde im Prinzip so aussehen. Der Markt hat dann hier irgendwie getriggert und ist dann später dadurch. Ich bin ziemlich sicher, dass wir dieses Signal nicht gehandelt hätten, weil uns diese Bewegung zu klein ist. Denn dann ist der Anteil von Gebühren und auch vom Spread, also An- und Verkaufsunterschiedsbetrag, irgendwann zu groß. Ja? Also insofern, wir hätten diesen jetzt konkret nicht gemacht, aber im Moment geht es uns erstmal nur darum, die Systematik dahinter zu verstehen. Hier haben wir den nächsten. Wir wissen nicht, ob er Long oder Short geht. Theoretisch darf er sogar beides und ist dann nachher quasi ins Ziel gelaufen. Allerdings in diesem Fall, wenn wir den gehandelt hätten, ohne uns, denn ihr seht das, wir sind ja hier schon getriggert worden und er ist hier in den Stop reingegangen. Das heißt, hier in diesem Fall hätten wir ein R, also diese 100 Dollar beispielsweise, jetzt verloren, obwohl er nachher dann noch ins Ziel gegangen ist. Das kann also durchaus passieren. Also der
Ansatz ist relativ einfach. Ich gehe mal jetzt ein bisschen weiter, obwohl das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel noch. Der Ansatz ist wirklich sehr einfach aus mehreren Gründen. Deshalb schätzen wir ihn sehr. Punkt 1 ist, wir müssen die Dinger nicht suchen. Der Computer weist uns darauf hin. Ja, wir sehen dann hier die Markierung, das gucken wir uns gleich noch an. Punkt 2 ist, wir müssen nicht raten, wie wir hiermit agieren. Na, vielleicht mache ich hier mal. Nein. Stop für die Shortseite liegt hier, Einstieg liegt hier, Target liegt hier. Keine Diskussion, keine Abweichung, ich muss nicht nachdenken, ich habe null Emotionen hier dabei. Wie gesagt, ihr müsst das nicht exakt machen, wie wir das tun. Ihr könnt dann zum Beispiel sagen, ich mag lieber einen engeren Stop oder einen weiteren Stop, alles in Ordnung. Aber wenn ihr euch auf ein Ding mal festgelegt habt, dann könnt ihr euch an diesem Verfahren orientieren und habt immer quasi die gleichen Bedingungen, was sehr, sehr angenehm ist, weil die Emotion raus ist. Und wer kennt das nicht? Beim Handeln, Wasser und Blut schwitzen, das hat auch früher bei mir dazu gehört. Also das ist jetzt nicht anders. Heutzutage überhaupt nicht mehr. Was soll ich denn hier noch schwitzen? Ich kann doch hier nichts mehr machen. Ich mache hier einfach nur diesen Handelsansatz quasi, den ich noch ein bisschen kontrolliere, dass ich mir die schönsten Signale da vielleicht raussuche, die etwas schöneren. Aber ich muss jetzt hier nicht, ich glaube, nee, hier mache ich, nein, habe ich nicht. Ja, das ist eine ganz einfache Kiste. So, jetzt seht ihr, wir haben noch hier andere Linien, die damit eine Rolle spielen. Die sind auch nicht ganz unrelevant. Denn es kann mal sein, dass der Kurs hier eröffnet hat, beispielsweise an diesem Niveau hier. Und wir haben ja hier eine Stop-Limit-Order, habe ich ja gesagt. Also das heißt, wir würden hier shorten, allerdings nicht günstiger als das. Nee, wir wollen ja keine Mondpreise haben. Also wir wollen schon in der Nähe unseres Einstiegs rein. Deshalb haben wir das hier so definiert, dass wir sagen, in diesem Umfeld wollen wir hier gerne rein. Und wenn der Kurs hier eröffnet, sind wir erstmal nicht short mit dabei. Diese erste dünne Linie ist, wir nennen die Ja-Marke. Das liegt ganz einfach daran, dass wir hier immer einen Alarm haben, der bei uns immer dann ganz nett Ja sagt. Ja, dann wissen wir, ah, super, es läuft in die richtige Richtung. Wenn die Ja-Marke sozusagen die erste dünne Linie hier erreicht ist, dann und wir nicht short sind, vielleicht weil wir es zu spät gesehen haben, das kann ja bei privaten Tradern, der dann auch mal zwischendurch mal arbeiten muss, Frau, Hund, Kind zu versorgen hat oder wie auch immer, dass man das mal verpasst, das kann ja alles sein. Ja, dann würden wir, wenn diese Marke gerissen ist und wir noch nicht short sind, unseren Short Entry streichen. Denn wir wollen ja nicht unbedingt, dass der Markt hier irgendwie so läuft und dann kriegen wir jetzt noch unsere Order. Wenn er das hier erreicht hat und wir noch nicht short sind, weil wir es nicht gesehen haben oder weil der Markt mit Spread aufgemacht hat, dann streichen wir die Short Order. Punkt 1. Und jetzt gucken wir nochmal am zweiten Beispiel, was nämlich auch passiert hin und wieder. Hier vielleicht zum Beispiel. So. Dass der Markt hier in dem Fall unten uns mitnimmt und dann hier ausstoppt. Aber wir würden hier sogar auch noch long gehen in diesem Fall. Wir würden so lange noch long gehen, so lange bis diese Marke nicht durchschritten ist. Wenn der Kurs diese Marke erreicht hat, streichen wir den Short. Wir sind also immer in beide Richtungen unterwegs. Also entweder weil wir beide Orders einstellen oder weil wir nacheinander erst diese Order und nachher mit Alarm dann, okay, dann wechseln wir auf die andere Seite. Je nachdem, wer hier den Agena schon ein bisschen kennt, der weiß ja, das werden wir gleich mal ausprobieren, weiß ja aber, dass wie wir hier Orders platzieren beispielsweise. Und dann hat man erst die auf der Short-Seite und wenn die dann gerissen wird, stellt man dann später die auf der Long-Seite rein. Man kann aber auch hier über diese Funktionalität, seht ihr das Pop-up? Ja, das könnt ihr sehen. Man kann über diese Funktionalität auch, nein, halt, Entschuldigung, über diese hier, sich natürlich in beide Richtungen die Orders dann vorbereiten, indem man dann das einfach so entsprechend schon vorbereitet für diejenigen, die sagen, ich bin dann aber auch mal eine Weile nicht da, dann kann man auch schon auf beiden Seiten das eben platzieren. Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie intensiv ihr am Markt dran seid und so weiter. So, das heißt, beide Richtungen gelten für uns. Es ist so, dass selbst wenn die erste ausgestoppt ist, dann die andere Seite noch getradet wird. Und dann noch als Nachsatz, wir ziehen den Stop einfachheitshalber immer
bar bei bar nach. Das heißt, wir wären hier mit einem halben R ausgestoppt. Ja, also der hier, wenn wir den gehandelt hätten, ich weiß nicht, ob wir den gehandelt haben, jetzt ich denke eher nicht, aber wenn wir den gehandelt hätten, hätten wir hier ein halbes R hier minus gemacht und da hätten wir ein R minus gemacht. Klingt jetzt doof, da macht man ja auch Minus. Aber glaub mir, mit diesem System ist es sehr, sehr bequem handelbar. Ich zeige mal eine Geschichte, die wir für uns im institutionellen Bereich einsetzen. In dem bin ich im Moment etwas aktiver. Das heißt, warte mal, wo zeige ich euch das hier? Das ist hier die Performance, nicht dran stören, das ist jetzt ein bisschen arbeitstechnisch hier. Das ist 2016, das ist jetzt hier, was ich vor ein paar Tagen hatten wir das, weil wir müssen immer Auswertung, Vergleich machen, Effizienzauswertung und so weiter. Hier vorne fehlen Daten, das seht ihr. Das ist auch hier vorne noch kein Echthandel gewesen, sondern das ist, das wollten wir auffüllen, einfach für ein historisches Ding. Das müsste ich hier eigentlich rausmachen, aber ich habe dieses Ding hier noch auf meinem Desktop, deshalb habe ich gesagt, ich zeige das mal gerade. Es ist natürlich nicht so, dass man mit einem einzelnen Trade damit gleich den Ferrari finanziert, weil der einzelne Trade ja auch nur 2R Gewinn bringt oder vielleicht ein bisschen mehr. Aber es ist ein System, das, egal wie steil das jetzt ist, das hängt ja auch ein bisschen von den Risikoparametern ab, die man gerne hätte, aber das einen relativ stabilen Handel hier mit sich bringt. Das war hier unsere auffälligste Phase hier, da sind wir noch dran, es aufzuarbeiten, ob wir das noch vermeiden können zukünftig. Weiß ich nicht, aber insgesamt, es gibt auch mal Seitwärtsphasen, das können hier viele Wochen seitwärts auch mal, oder mehrere Wochen seitwärts sein, aber an sich ist es ein relativ stabiles System, obwohl es, wenn man ganz ehrlich mal unter uns gesprochen, ein langweiliges System ist. Was ist denn hier die, das mega Geile da dran? Ja, es hat eine Trefferquote, die liegt um die 50%, sogar je nachdem, unter welchen Umständen, noch unter 50% sogar. Aber selbst unter 50%, eine Trefferquote von 50% oder lass es von mir aus 40 sein, aber eine Chance auf Risikoverhältnis von 2:1, damit kann man kein Minus machen. Das ist mathematisch nicht möglich. Und das ist schon, wenn man dann hier mal so ein bisschen vergleicht, wie dann die einzelnen Trades dann hier, gut, einige davon machen wir nicht, das erzähle ich gleich nochmal, hier mal zusammen addiert, dann ist das schon eigentlich ganz angenehm, weil es ein schönes Hintergrundrauschen mitbringt. Ja? Also das heißt, ich handle zusätzlich noch die Elliott-Wellen natürlich sehr, sehr gerne und dann eben dieses hier, indem ich einfach sage, okay, immer dann, wenn es hier wieder eine neue Zeiteinheit um ist oder gucken wir mal, weil das ist hier, der Dynamics-Scanner ist wieder ein bisschen speziell, den will ich jetzt gar nicht großartig erklären. Hier zum Beispiel jetzt bei den Währungen. Da muss ich jetzt nur abwarten, okay, wann hupt der hier, wann macht er das nächste Lichtchen hier an. Das sind jetzt alles Signale noch, die ein bisschen älter sind hier schon. Also das ist hier schon eine Kerze wieder zurück. Ja, wenn wir das hier gucken, oder ich glaube Euro gegen US-Dollar zum Beispiel, hatten wir jetzt heute ganz prominent vorgestellt sozusagen. Da warten wir jetzt noch drauf, dass der jetzt hier getriggert wird, beispielsweise. Ja, ist jetzt hier also schon auf dem Weg jetzt hier auf die obere Seite, das ist ganz in Ordnung. Ja, also das wird hier eben angezeigt und dementsprechend kann man das relativ leicht umsetzen. Gibt man die Order selber ein und macht das Programm von alleine? Nein, die geben wir selber ein und zwar aus mehreren Gründen. Ich möchte gerade bei der Vielzahl der Signale, die wir hier haben, guckt das mal an, wie viele Signale wir hier jetzt hier haben. Natürlich kann man auch sagen, oh komm, ich handle alle von denen jetzt hier. Ich kann natürlich auch sagen, nein, ich handle nur Euro und nur DAX, nur mal als Beispiel, weil das ja für viele so beliebt ist. Es ist aber durchaus sinnvoll, verschiedene Märkte zu handeln, also mehrere, damit man eine gewisse Diversifikation haben und nicht unbedingt nur sequenziell. Viele aus meiner Sicht, also private Trader machen aus meiner Sicht einen Fehler, dass sie sehr sequenziell handeln. Das heißt, sie machen einen Trade, der ist dann positiv oder negativ. Dann machen sie noch einen Trade, dann ist er positiv oder negativ. Dann machen sie noch einen Trade, dann ist er positiv oder negativ. So, und natürlich gibt es dabei Verlustserien. Das lässt sich nicht vermeiden. Also auch wenn ich das machen würde, habe ich Verlustserien. Es ist also auch mit vielen, vielen Jahrzehnten, kann man inzwischen sagen, mehreren Jahrzehnten Erfahrung, nicht möglich, das komplett zu vermeiden.
Aber ihr kennt das Gefühl möglicherweise, wenn ihr eben den fünften Negativ-Trade in Folge habt, dann fühlt ihr euch jetzt nicht wie der König. Es ist meistens an der Börse nicht schlecht, sich nicht wie der König zu fühlen, aber den ganzen Tag mit einer hängenden Flunsch da zu sitzen und hängenden Backen ist auch doof. Deshalb ist es meistens gut, mehrere Trades parallel zu haben, weil dann wird man mal irgendwo blöd ausgestoppt. Aber der läuft noch ganz gut. Und hey, guck mal, der ist schon in der Nähe vom Ziel. Das nivelliert ein bisschen die Emotion auch. Ja, und das ist sowohl fürs Konto gut als auch für das eigene Gefühl, wenn man hier schon den ganzen Tag dann seine Zeit vor dem Chart verbringt. Und deshalb ist es durchaus empfehlenswert, mehrere Titel zu haben. Und wir werten das natürlich hier auch immer aus. Und wir sehen dann, dass zum Beispiel innerhalb eines Monats möglicherweise hier einzelne Titel, US-Dollar-Kanada ist jetzt rein erfunden, ich weiß es nicht auswendig, im letzten Monat vielleicht ein grottenschlechtes Ergebnis geliefert hat. Wenn ich jetzt also nur dieses eine Währungspaar handeln will, oder Euro gegen US-Dollar, machen wir mal das, weil es für uns Europäer ja beliebter ist. Das hat vielleicht ein grottenschlechtes Ergebnis gemacht. Ja, aber dafür hat US-Dollar Kanada vielleicht und hat Pfund gegen US-Dollar und hat vielleicht, keine Ahnung, Pfund gegen Yen so tapfer gewonnen, dass man sagen kann, hey, aber in der Summe reg dich doch nicht auf, weil dein eines Währungspaar blöd war. Die anderen haben es doch alle wieder reingerissen. Also verteilt das durchaus. Und damit ihr nicht jetzt aber alle dieser Dinger, da werdet ihr ja auch blöd bei, zumal dann müsst ihr euer Kapital unter Umständen sehr klein aufsplitten. Das ist in der Regel nicht sinnvoll. Und das ist nicht eine Kapitalgröße. Ich habe das vorhin, ich habe ja auch so ein Live-Room, wo wir da auch immer wieder drüber sprechen. Da haben wir das mal ein bisschen ausgerechnet. Ich gebe euch nur das Ergebnis. Ich will das gar nicht jetzt lange herführen. Wenn ihr, das spielt keine Rolle, ob ihr 5.000 auf dem Konto habt, 50.000, 5 Millionen oder 50 Millionen. Ihr habt immer das Problem, dass ihr nicht alle Signale umsetzen könnt, die man theoretisch umsetzen könnte. Oder ihr macht sie so klein, dass der Arbeitsaufwand viel zu groß ist. Natürlich kann ich 100 Trades machen, aber dann kann ich überall nur 5 Euro riskieren. Beispielsweise, wenn ich ein kleines Konto habe. Ja, aber Leute, für 5 Euro Risiko und am Ende 10 gewinnen oder 15 oder 20, da meine ich doch nicht 100 Trades. Da wäre ich ja kirre bei. Ja, also das ist nicht sinnvoll. Deshalb ist es schon sinnvoll, dann zu sagen, ich suche mir hier eine gewisse Anzahl an Trades aus, die ich dann eben entsprechend umsetzen will. Und genauso ist das, wenn ich das jetzt hier beim DAX mal, wir können den mal parallel eben mal reinladen. Ich zeige euch das mal, wie das aussieht. Ich habe diesen Scanner. So, da redet er von diesem Scanner, zeigt aber nichts. Er zeigt es doch. Wenn ihr Glück habt, seht ihr jetzt einen Scanner oder wenn ich Glück habe. Das ist hier zum Beispiel einer meiner Scanner. Ich habe das immer extern. Also ich arbeite mit einem relativ großen Bildschirm, so ein 50 Zöller, aber dafür nur noch mit einem, also zumindest hier in Japan. Wenn ihr euch überlegt, mehrere Bildschirme zu kaufen, überlegt das mal. Ich kann das euch grundsätzlich empfehlen. Kauft nicht mehr drei, vier, fünf einzelne Bildschirme. Kauft euch einen großen, den in 4K. Der ersetzt vier große Bildschirme. Ihr habt nicht diese störenden Dinger da. Und wenn ihr mal was hochkant gucken wollt oder sowas, weiß ich was, dann habt ihr da auch den Platz da auf dem Screen. So, also das habe ich aber jetzt extern hier als extra Bild. Man kann das natürlich auch hier als Reiter mit reinmachen. Und hier habe ich jetzt mal eben reingeladen, eine Liste. Ich weiß nicht, warum er jetzt hier nicht alle reingeladen hat. Das müsste ich gleich mal gucken. Aber es spielt jetzt mal übungsmäßig keine Rolle. Vielleicht lädt er da auch noch gerade so halbwegs alle möglichen Titel. Und dann seht ihr, wenn ich die jetzt hier so ein bisschen zusammensortiere, sucht er mir jetzt die raus, die für mich in Frage kommen. Oder viele nicht. Vielleicht nochmal. Ist jetzt egal. Testteile lassen wir es jetzt mal so. Kann sein, dass sie das eben. So, das heißt, wenn ich auf Tagesbasis gucke, dann brauche ich im Prinzip, ich lösche mal die raus, die ich jetzt hier mal sowieso nicht verwerten will. Ich glaube, ich habe das Laden eben irgendwann abgebrochen, vielleicht wegen des Webinars, bin mir nicht mehr ganz sicher. Oder er mault jetzt hier rum. So, da haben wir die schon mal gelöscht. Die auf Wochenbasis, die bringe ich natürlich. Brauche ich natürlich am Wochenende oder für den Montag, die brauche ich jetzt nicht während der Woche. Und ich lasse jetzt mal die Intraday-Dinger auch weg, weil wir ja morgen wahrscheinlich irgendwann mal ein Gap haben, bevor es losgeht. Wenn ich also erstmal alles so halbwegs zusammenfasse, dann sind das die auf Tagesbasis hier aus dem DAX, die für mich interessant sind. Also nicht nur DAX 30, sondern hier aus dem Xetra-Handel generell.
Und die kann ich mir jetzt zum Beispiel in eine Liste, ich habe die heißt bei mir Q1-Liste, da kann ich mir die eben reinladen. Wenn ich dann hier jetzt, dazu muss ich das Bild wieder wechseln, sorry wegen der Hin- und Herspringerei, dann lädt er die hier unten, hat er die hier reingeladen in meine entsprechende Liste. Und das sind jetzt die Titel, die für mich morgen in Xetra interessant wären. Also wenn ich jetzt sage, ich will Aktien handeln, dann ist es von hier, von Hochtief bis hier hinten, weiß ich nicht, was das ist, Sekunet, wären das Titel, wo er mich im Bornbar anzeigt. So, jetzt können wir die mal durchgehen. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, ich handle ja nicht alle, ich habe immer eine Auswahl und ich muss euch eins noch zeigen dazu, weil das für mich ein wichtiges Kriterium ist, um zu verstehen, ob ich das handle. Es gibt so zwei, drei Sachen, die für mich relevant sind. Gucken wir es uns mal an, Hochtief. Im Moment ist Hochtief in einer Art Seitwärtsspanne. Und Seitwärtsspannen sind typischerweise nicht unbedingt das, was man handeln will. Insbesondere, ich handle ja eigentlich den Ausbruch aus dieser Range. Aber wenn ich hier aus dieser Range ausbreche, bin ich ja immer noch in der Seitwärtsrange, die wir hier haben. Aus diesem Grund finde ich dieses Ding eigentlich nicht so super. Deshalb haben wir mal den Begriff Randstein geprägt. Ist ein ziemlich eigenartiger Begriff bei der Börse, aber wenn ihr mal jemanden trefft, der über Randsteine spricht, dann wisst ihr, ah, hier, guck mal, der guckt sich die Dinger auch hier an. Das ist hier kein Randstein. Ich habe es gerade gezeigt, weil er in der Seitwärtsbewegung ist. Würde ich also nicht handeln. Spielt also für mich keine Rolle. Dann haben wir Novartis. Ich weiß nicht, warum er hier im Moment so ein bisschen ladefaul ist bei mir. Ich springe mal hier zum nächsten. Das ist auch hier interessant, gerade bei den deutschen Titeln. Wir können gleich bei den amerikanischen nochmal gucken. Ihr seht, dass ihr hier manchmal solche Dinger hier habt. Ja, da brauche ich das nicht zu handeln. Selbst auf Tagesbasis würde ich das nicht handeln wollen, weil wenn der Kurs so doof aussieht hier, so hier, das ist bei deutschen Titeln sehr häufig, deshalb handle ich deutsche Titel eher sehr ausgesucht. Aber ich wollte es euch jetzt mal zeigen, falls wir da einen finden für morgen, der interessant ist. Norma hat auch intraday, auch im kürzeren Zeitrahmen, einen hinreichend guten Verlauf. Wäre also grundsätzlich ein Bornbar, den ich mir vorstellen kann. Er hat aber hier einen Nachteil, weshalb ich diesen hier trotzdem nicht handle. Er ist nämlich kein Randstein. So, und jetzt muss ich den Randstein erklären. In diesem Fall ist es ja auch so, dass der Markt quasi in dieser Spanne gefesselt ist. Und ihr könntet jetzt einfachheitshalber einfach den Bornbar-Indikator dran malen. Und wenn ihr seht, dass die Ziellinien außerhalb dieser Range sind, ja, dann ist es kein Randstein. Randstein ist deshalb der Begriff mal entstanden. Immer dann, wenn es am Ende einer möglichen Bewegung steht. Und im Moment ist das ja eine Aufwärtsbewegung. Also wäre dieser Punkt hier oben das mögliche Ende dieser Aufwärtsbewegung. Aber der Bornbar an sich ist länger als die doppelte Länge, als die doppelte Höhe. Das ist die doppelte Höhe, einfach das Target, diese Aufwärtsbewegung. Klingt jetzt wahnsinnig kompliziert, aber wenn ihr euch das zweimal angeguckt habt, dann versteht ihr das relativ leicht. Ich zeige gleich bestimmt nochmal. Das ist hier ein echter Randstein, denn ihr seht, der Kurs ist echt nach oben marschiert. Cool. Also das ist wirklich das mögliche Ende einer Bewegung. Er kann ja weiterlaufen, aber im Moment ist es das mögliche Ende. Der wäre also randsteinmäßig wunderbar zu handeln. Allerdings guckt euch den Intraday-Verlauf an. Warum interessiert mich das, wenn ich auf Tagesbasis hier meine Trades raussuche? Naja, gestoppt werde ich ja auch so, wie er Intraday hier seine Bewegung hat. Das heißt, wenn ich hier dann irgendwie ausgestoppt werde, auf Tagesbasis zwar, aber dann zu irgendwelchen Kursen hier, nee, das will ich nicht. Das sieht ja aus wie Pfeffer und Salz hier. Das hat nichts mit einem zusammenhängenden Kursniveau zu tun. Also insofern für mich kein möglicher Trade, das Ganze zu machen. So, gucken wir hier an. Bei Kali und Salz haben wir hier eigentlich eine schöne Bewegung. Die hier also zusammenhängend ist. Mir geht es nur ums Zusammenhängend, ja, in der Geschichte. Jetzt gucken wir nochmal, ist es ein Randstein? Jawohl, das Ziel ist oberhalb dieser unteren Marke. Das ist ein echter Randstein. Den würde ich normalerweise handeln. Der erfüllt alle Bedingungen hier für einen Randstein. So, jetzt gibt es trotzdem noch eine Einschränkung, warum ich aus den vielen Signalen, die ich bekomme, wahrscheinlich diesen nicht suchen würde. Das ist
dass wir immer noch mal gucken müssen, wie der Spread ist. Der ist allerdings hier bei K&S hier sehr, sehr eng. Insofern, das könnte man durchaus handeln. Ich bevorzuge aber normalerweise Titel, die ein bisschen hochpreisiger sind. Also hier zum Beispiel ein paar amerikanische Titel. Das ist jetzt hier von heute allerdings, das läuft ja jetzt noch, da macht es jetzt keinen Sinn, für morgen rauszusuchen. Da sehen wir, dass Spread sehr eng ist und die Bewegung eben ein bisschen weiter, also von 75 bis 76,5 oder 20 oder sowas, was ich läuft, das ist dann ein bisschen sinnvoller umsetzbar. Also das sind alle die aus dem amerikanischen Markt jetzt, die für heute relevant sind und groß genug sind, als dass man die eben handeln kann. Die laufen jetzt im Moment gut auf der Nordseite. Das war hier unser, wo es nicht geht. Ja. Also insofern, die laufen jetzt teilweise noch nicht getriggert. Der hier zum Beispiel ist noch nicht getriggert. Aber ihr seht, die haben alle diesen Verlauf und die sind alle auf jeden Fall echte Randsteine. Und davon kann man jeden handeln. Und ihr seht, wie viel wir hier schon haben. Alleine die hier, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, die wir jetzt hier für heute hätten. Wir handeln normalerweise jeden Tag von diesen auf Tagesbasis so zwischen 5 und 7 neue, sage ich jetzt mal. Wenn wir jetzt nicht Not haben und sagen, oh, wir haben ganz wenige Positionen, weil die laufen ja eventuell 2 Tage. Ich meine, da ist jetzt ein, zwei, die da schon fast im Target sind. Das ist natürlich cool. Der hier ist schon im Target. Aber einige von denen werden vielleicht ja auch 2, 3 Tage brauchen, bis sie da irgendwo sind. Kann man hier vielleicht irgendwo vorher sehen, dass sie hier, wenn dann, gut, der war hier einmal ausgestoppt und oben plus minus null. Ja, die waren hier auch so kleine. Gut, das ist kein Randstein gewesen. Also die waren jetzt hier nicht so toll. Der hat hier vielleicht 2 Tage gebraucht, bis er im Target war. Hier müsste ich jetzt genau nachgucken, kann auch 2 Tage gebraucht haben, bis der im Target war. Die waren jetzt wieder ein bisschen schneller. Aber es kann eben ein bisschen dauern und deshalb hat man ja in der Regel mehr als diese 10 hier am Laufen. Und wir wollen ja auch immer noch ein paar auf auf dem Währungsmarkt handeln, beispielsweise. Und aber auch von mir aus auf dem Future-Markt, dass wir einfach sagen, hey, wie sieht es denn aus? Haben wir hier zum Beispiel beim Nasdaq hier irgendein Signal? Oder beim Dow Jones irgendein Signal oder wo auch immer? Da ist jetzt im Moment gerade nichts aktuell, aber zumindest nicht in den längeren Zeitebenen, aber vielleicht in den kürzeren Zeitebenen, wo man dann sagt, okay, haben wir da was? Da ist jetzt im Moment gerade nichts. Die letzten Signale sind da quasi schon durch. Diese Systematik mit dem Randstein, die wenden wir normalerweise immer an. Das muss man nicht tun. Wir haben auch Tests laufen lassen und wir hatten es früher auch teilweise ohne diese Systematik gemacht. Und das führt auch zum positiven Ergebnis. Allerdings ist die Equity-Kurve, diese, was ich hier gezeigt habe, wo haben wir sie? Da ist es. Die ist deutlich wackeliger, ja, wenn man das nicht hat. Also wir verpassen durch diese Randsteinüberlegung, verpassen wir viele Trades, das muss man fairerweise dazu sagen, die nachher dann doch gut geworden wären. Aber auf der anderen Seite haben wir viele blöde Trades, wo wir froh sind, dass wir sie nicht haben, dadurch mal ausgelassen. Ja, also insofern ist das eine echte Überlegung, diese Randsteinsystematik da eben mit aufzunehmen. Muss man nicht, kann man aber. Wir halten es für durchaus sinnvoll. Ja, fehlt mir dazu was? Habt ihr dazu irgendeine Frage noch? Habe ich da irgendwie was vergessen? Wir können noch mal eben gucken hier, ob wir da noch was hatten bei den anderen Deutschen. Hier, der ist sehr klein. Den würde ich deshalb hier schon rausnehmen. Das ist ein schöner, der hat eine tolle Lage, hat eine tolle Größe. Siemens. Also Siemens, morgen echter. Ein Randstein auch. Also sorry. So. Ist ein toller Lauf, den er hier gezeigt hat. Also alles wunderbar. Ist auf jeden Fall eine Hochlage und dementsprechend dann auch zu handeln und hat hier sein Ziel unten und da hat er sein Ziel oben. Also Siemens auf jeden Fall machbar. Auch die Größe ist in Ordnung. Spricht also eigentlich nichts dagegen, Siemens zu tun, hier umzusetzen. So, und ihr seht, das Schicke ist, ich habe jetzt hier 10, 15 Angebote gehabt. Und hier Südzucker, ich sehe ja sofort, ne, kann ich wegmachen, der ist hier auf dieser Zeitebene im Moment nicht wirklich relevant.
Und die Deutschen handle ich nicht auf Intraday-Basis normalerweise. Also, weil mir das Volumen einfach da zu dünn ist. Ihr seht, dass wir zu viele Titel haben, die so aussehen. Bei den amerikanischen Aktien beispielsweise, wer das eben auch haben will, da geht das durchaus, dass man dann eben sagt, hier kann ich auch mal, hier eine Autodesk beispielsweise, das ist für viele zwar unbekannt, aber Autodesk ist ein wunderbarer Titel, tolles Volumen hier, kann man wunderbar handeln, toll umsetzen, so einen Titel damit reinzunehmen. Ja? Oder eine Apple würde auch gehen beispielsweise, wenn der irgendwo, die haben jetzt hier witzigerweise aktuell nichts. Was haben wir hier noch? Caterpillar ist für viele bekannt. Ja, also wenn die hier irgendwie was haben. 5 Minuten ist vielleicht ein bisschen kritisch, weil ihr seht das, 5 Minuten funktioniert grundsätzlich auch, funktioniert auch super. Der wäre im Ziel, der wäre im Ziel, der wäre im Ziel, der wäre oben doof, unten. Mal gucken wir es an. Also oben wäre der ausgestoppt. Und unten wäre der im Ziel gewesen sogar. Aber ihr müsst immer gucken, kriegt ihr das auch zeitlich umgesetzt? Weil wenn ihr die seht, ihr habt dann ja nicht wirklich viel Zeit. Ihr müsst dann also wirklich schnell einzeichnen und das Ganze auch schnell zu realisieren. Aber ihr seht, es ist also nicht so, dass es grundsätzlich nicht funktioniert. Der wäre im Ziel, der wäre unten bei plus minus null ausgestoppt, weil hat ja nachgezogen hier. Ich sage mal eine rote Null, weil Cent müssen wir oben aufschlagen. Und oben hat er auch verloren, also oben ist er getriggert und hat dann, ja, ist dann hier ausgestoppt. Also der hat oben ein R verloren, unten quasi plus minus null. Lassen wir es mal auf null jetzt hier, runden wir das mal raus. Aber wenn ihr das mal hier so ganz grob zusammenrechnet, dann hättet ihr mit dem mit Sicherheit schon Spaß gehabt, auch auf 5-Minuten-Basis. Aber wichtig ist, prüft immer bei ganz kurzen Zeitebenen Slippage. Also sprich den Spread, den ihr habt, die Gebühren, die ihr habt und die Geschwindigkeit, mit der ihr arbeiten müsst. Kommt ihr damit klar oder nicht? Also es ist nicht so, dass es auf diesen kleinen Zeitebenen nicht funktioniert, wie ihr hier sehen könnt. Also ohne weiteres, das ist bei Futures mitunter auch so. Das hängt immer so ein bisschen vom Tagesgeschehen ab. Aber prüft, ob ihr das dann auf den ganz kleinen Ebenen umsetzt. Wir haben das früher öfter auch mal auf den ganz kleinen Ebenen, aber es ist für uns witzlos. Weil ich kann mal gucken, ob wir hier irgendwo was sehen auf den ganz kleinen Ebenen. Machen wir mal den hier, mal übungshalber. So, nehmen wir mal an, hier, das ist hier mein Born Bar und wir wissen noch nicht, wo das Ganze hinführt. So, und jetzt will ich den handeln, dann wäre ja meine Long-Seite, würde ja so ungefähr aussehen. Zack, und hier ist meine Stop-Seite. Zack. So, und dann ist mein Target hier. So sieht der hier aus. So, normalerweise ist das hier bei uns so eingestellt, dass wir 1000 Risiko haben. Natürlich haben wir mehr als 1000 Risiko, weil wenn man das auf Kunden aufteilt, auf 5 Kunden aufteilt, ist ja 1000 schon nicht mehr wirklich viel. Und wenn es mehr als 5 Kunden sind, dann sowieso nicht. So, jetzt zeigt er aber nicht mal mehr 1000 Risiko an, weil einfach die Menge, die er dann handeln müsste, irgendwann ganz schön hässlich groß wird. Und das ist noch der 30-Minuten-Chart. Wenn ich das Ganze jetzt mal hier mache im 5-Minuten-Chart, ja, machen wir mal hier das im ganz kleinen Chart hier. Irgendwo, wo wir es jetzt ganz aktuell haben, wäre noch schöner. Vielleicht haben wir das hier irgendwo. Lass mich mal einmal durchgucken, hier durchseppen. Wo wir vielleicht einiger, weil ich 5 Minuten scanne ich hier gar nicht mehr, weil mir das einfach zu klein ist. Aber machen wir mal Gelead hier und nehmen wir mal den, der hier jetzt im 5-Minuten-Chart ist. Und wenn ich jetzt hier die Order quasi hier auf der Short-Seite so platzieren würde, dann seht ihr, wenn ich jetzt hier das Risiko so ranfahre und dann 100 riskiere, brauche ich schon 2000 Aktien. Wenn ich die jetzt also in echten Aktien, wir handeln sehr häufig echte Aktien, also keine CFDs, was man aber trotzdem auch machen kann. Wenn ich die mit echten Aktien jetzt handeln würde, bräuchte ich schon 100 mal 2000 Euro, um überhaupt also die Mengen hier zu haben. Gut, wir haben natürlich noch mal ein bisschen, man muss nicht das volle Geld hinlegen, aber wenn wir davon 10 handeln wollen, dann seht ihr schon, wird das schon hinten raus ganz schön eng. Ja, also das muss man eben gucken, ob das
für einen selber dann noch passt, ob man das auf 5 Minuten dann entsprechend umsetzen will. Wer jetzt aus welchen Gründen auch immer sowieso sagt, ja, du mit deinen 10 Titeln gleichzeitig, das kann und will ich nicht, darf ich nicht, wie auch immer, dann ist es natürlich häufiger, dass man sagt, ja gut, dann mache ich halt doch eher auch mal kleinere Ebenen. Ich habe ja nicht so viele Parallel-Trades, dann kann ich das auch auf den kleineren Ebenen handeln. Ja, also das kann man natürlich schon dann auch mal machen. Wie lange sind die Signale gültig? Grundsätzlich verlieren die ihre Gültigkeit nicht. Weil wenn der Kurs fest, also sehr häufig ist der Ausbruch schon eine Kerze später, wie ihr hier seht. Hier wäre übrigens der Vollständigkeit halber, damit wir es mal haben, der Stop aktuell ja quasi ein Tick hier höher, also ein Cent hier höher als das aktuelle Hoch. Ja, weil wir ziehen immer Bar bei Bar nach. Dazu noch eine Variation, ich komme gleich nochmal zurück, weil das hier gerade passend ist. Es ist denkbar, dass der Kurs hier ausbricht, bis hierhin läuft und wir noch voll ausgestoppt werden, wenn das innerhalb der gleichen Kerze ist. So wie wir das machen. Das ist nicht immer befriedigend. Das haben wir zwar nicht häufig, aber das kommt doch immer mal wieder vor. Und deshalb gibt es eine andere Variante, wie wir früher damit umgegangen sind. Ich will es euch zumindest mal vorstellen. Wir haben früher das so gemacht, wenn der Kurs die erste Marke erreicht hat. Also hier legen wir unsere Alarme hin. Ich zeige euch das gleich mal ich kann es auch jetzt schnell zeigen. So sieht das zum Beispiel aus hier beim Eurocut, den wir jetzt im Moment haben. Der ist hier getriggert worden. Im Moment dümpelt er so im Minus rum. Hier wäre die Ja-Marke. Wenn die Ja-Marke irgendwann gerissen ist, hier, wo hatten wir das? Irgendwo bei, keine Ahnung, der wartet noch auf seine Erfüllung hier. Er hat die Ja-Marke erreicht hier. Dann ziehen wir den Alarm 1 runter und machen Ja draus. Deshalb heißen die so. Also das sind verschiedene Namen hier. Dann hören wir immer schon gleich, wie das läuft. Also wie weit das da gekommen ist. So, und jetzt habe ich den Anschluss verloren. Was wollte ich sagen? Oh Gott, im Alter lässt das echt nach. Naja, also, ach so, mit dem Nachziehen. Wenn die erste Marke erreicht ist, dann haben wir früher nachgezogen auf das halbe Risiko, weil wir haben die Hälfte der Bewegung in etwa und dann haben wir auf das halbe Risiko nachgezogen. Und wenn er die zweite, also die Ja-Ja-Ja-Marke hier erreicht hat, dann haben wir gesagt, okay, dann ziehen wir den Stop, nicht, ja doch, den Stop auf hier ins Plus, das ungefähr hierhin, also die Hälfte dieser Strecke, dass wir auf keinen Fall mehr Minus machen können. Ja, weil es ist schon ein bisschen unbefriedigend, wenn wir fast im Ziel sind und noch voll ausgestoppt werden können. Aktuell liegt unser Stop, auch wenn ihr die Order hier nicht sehen könnt, unser Stop liegt aktuell auf der Das-war's-Marke. Weil immer, diese Kerze ist ja noch nicht fertig. Wenn die jetzt fertig ist, ziehen wir auf dieses Hoch nach. Aber es wäre ja denkbar, dass der nachher hier hochschießt und uns jetzt noch voll ausstoppt. Es hat Vor- und Nachteile, das Ganze. Der Vorteil ist, wenn du nachziehst hier, dass du natürlich schneller nicht mehr so teures Minus oder unter Umständen gar kein Minus. Also jetzt wäre nur noch ein halbes R-Risiko. Das befriedigt ungemein, wenn man sagt, haha, wenigstens nicht mehr Katastrophe. Wir sind ja schon gelaufen. Der Nachteil ist allerdings, dass die Auswertung ein bisschen schwieriger ist. Weil wenn ihr im Nachhinein, was wir jetzt immer machen müssen, auch gerade für unsere institutionelle Seite, wir müssen immer Soll-Ist-Vergleiche, also das heißt, das rein theoretische Ergebnis mit dem rein praktikablen Ergebnis vergleichen, um zu gucken, wie groß sind Abweichungen davon und so weiter. Das ist ein bisschen mühsam, als Privater macht man das nicht so häufig. Aber deshalb müssen wir immer nachträglich auch nochmal gucken, wie das Ganze wäre. Und dann müssten wir innerhalb der Kerzen gucken, ob wir vielleicht dann innerhalb der Kerze eine Schwankung haben und ausgestoppt werden. Wenn ihr das im Nachgang hier auswerten wollt, dann ist es einfacher, wenn ihr sagt, hey, ich ziehe immer Bar bei Bar nach, ich bin also hier ausgestoppt oder im Target, das müsste man hier eben anzeichnen, ist das Target gewesen, doch, es ist Target sogar gewesen. Aber dann wüssten wir, wenn das gerade hier vielleicht nicht Target gewesen wäre, dann wüssten wir, wir wären hier ausgestoppt worden. Da muss ich gar nicht in den Intra-Chart gehen. Ansonsten müsste ich hier nochmal gucken, es wäre ja denkbar, dass wir kurz vorher noch hier unten im kleinen Gewinn ausgestoppt wurden und er dann erst ins Ziel ist. Also für die Auswertung ist es immer einfacher, wenn man diese Bar-by-Bar-Nachziehmethode macht und nicht das andere.
Noch dazu ist es weniger arbeitsintensiv, weil hier im 4-Stunden-Chart beispielsweise weiß ich, ich muss hier erst um 8 Uhr. Vorher kann ich hier nicht nachziehen. Muss ich nicht, kann ich nicht, darf ich nicht. Das heißt, ich muss nicht hier parallel immer meine Augen drauf haben oder in der Nähe sein, weil ich hier vielleicht doch nachziehen können müsste. Das habe ich hier nicht, sondern ich ziehe nur danach, wenn wir tatsächlich hier die nächste Kerze haben und die ist eben um 8 Uhr und dementsprechend vorher ist hier nichts zu tun. Oder im Stundenrhythmus oder im 15-Minuten-Rhythmus. So, aber die Frage war ja eben nochmal, wie lange gelten die Signale? Mitunter, ich habe jetzt hier keine sehr langen Signale, aber mitunter ist es denkbar, dass wir hier irgendwie so ein Ding haben und dann haben wir hier unseren Ohrenbar und dann fängt der hier an und macht hier stundenlang so. Und das ist alles immer noch gültig. Auch noch, was weiß ich, weiß wie viele Kerzen, gilt das Signal, weil er muss ja nur ausbrechen. Und er wird ja früher oder später ausbrechen, so oder eben so. Das soll er ja entscheiden. Wir machen ja eh beide Richtungen. Allerdings machen wir schon das so. Wenn der hier sehr lange dauert und uns Geld blockiert und wir parallel neue Signale kriegen, die mindestens gleich schön aussehen und ab einer gewissen Zeit, also wir haben da keine feste Regel. Also ich muss fairerweise dazu sagen, bei Währungen kann das 100 Jahre dauern, die Order bleibt drin. Das müssen wir so machen, weil im Insti-Bereich können wir nicht einfach sagen, ja, da haben wir jetzt entschieden, wir wechseln das. Das muss eine ganz klare Regel sein und die Regel ist, solange das Signal nicht getriggert ist, ist nicht getriggert. Fertig. Wenn wir Aktien haben, weil wir bei Aktien normalerweise sehr, sehr viele von den Dingern haben, das ist jetzt hier, ich hatte das vorhin hier aufgeräumt, weil wir das mal durchgesprochen hatten, dann haben wir hier ganz, ganz viele von den Dingern, laufende Trades, vorbereitende Trades und so weiter. Und dann wird das irgendwann so viel, dass wir sagen, okay, welche fünf hässlichsten streichen wir jetzt raus, damit wir die fünf neuesten schönen mit dazu reinkriegen, die vielleicht sogar schöner aussehen. Und dann streichen wir eher welche raus, die länger sind. Aber nicht, weil die alten nicht gültig sind oder doof werden, in Anführungsstrichen, sondern weil wir einfach Alternativen haben, die mindestens genauso schön dann aussehen. Das so mehr oder weniger ist der Hintergrund dazu. Ja, also ich hoffe, dass das so ein bisschen eine Hilfe war jetzt hier bei der Überlegung mit den Bornbars. Ich will das niemandem aufschnacken. Wir haben das ursprünglich rein für uns tatsächlich gemacht, als Scanner, später dann eben für den Handel. Wir sind damit sehr glücklich, weil es sehr einfach zu handeln ist, sehr wenig arbeitsintensiv. Man muss nicht hier stundenlang drauf gucken. Man kann selber entscheiden, wenn man sagt, hier, ich handle noch zum Beispiel 30 Minuten Kerzen, dann weiß ich, dass ich alle 30 Minuten drauf gucken muss. Gibt es eine neue von diesen Bars? Das wird einem ja hier dann über den Scanner angezeigt. Wer das Born-Paket haben will, der kann sich diese Scanner, der kriegt die natürlich auch, kann dann hier also entsprechend dann das hier ablesen. Dazu gibt es noch so ein paar andere Scanner, das reicht jetzt nicht mehr, das so groß zu erklären. Das hier ist für die Oszillatoren beispielsweise. Es gibt ja noch den Born-Oszillator. Der ist auch cool. Der ist wirklich gut. Aber ich sage es ganz ehrlich: Das Born-Paket lohnt sich in allererster Linie wegen der Born-Bars. Wenn ihr Sparfüchse seid und sagt, die Born-Bars will ich nicht, alles andere finde ich interessant und ihr auf den Groschen gucken müsst, dann braucht ihr das Born-Paket nicht. Das ist zwar jetzt Anti-Werbung, was ich mache, aber ich will euch auch nichts aufschnacken. Wer aber sagt, naja gut, aber die ganze Arbeit will ich mir hier nicht machen, das ist es mir wert, dann holt euch das Born-Paket. Ja. Aber der Born-Oszillator ist auch besser, als wenn ihr, aus meiner Sicht, wenn ihr Stochastik nehmt. Aber man kann auch mit dem Stochastik Geld verdienen. Das ist dann jetzt nicht so, dass das mit den anderen gar nicht geht. Das ist natürlich Quatsch. Aber den Born-Bar, den gibt es tatsächlich nur im Born-Paket. Und den, wenn ihr sagt, den finde ich cool, dann kommt ihr da wohl nicht drum rum. Und ich finde den super praktisch, weil er wirklich einfach ist. Nicht fehlinterpretiert. Also die Abweichungsrate zwischen uns Händlern hier ist minimal. Also ist im institutionellen Bereich null gegeben, weil wir es ganz klar definiert haben. Und bei den Aktien, weil wir nicht alles gleichzeitig umsetzen müssen, kann es natürlich sein, dass, ich hatte es ja hier gezeigt, von den 10 hier ich andere 6 aussuche oder 5 oder 6 aussuche als jemand anders. Dadurch gibt es eine gewisse Variation in der Einzelperformance. Aber die Summe der Performance ist nahezu exakt die gleiche. Also das ist jetzt kein Riesending. Wer
Spaß daran hat an der Geschichte und einfach noch mehr dazu auch haben will und vor allen Dingen begleiten für den, ich will das jetzt nicht breitreten, aber dann guckt ihr euch auf der Website oder sprecht mich an, mal das Born for Trading an. Dort gibt es immer wieder Nachrichten auch auf das Telefon, beziehungsweise könnt ihr live auch zugucken. Das geht ja alles schön hier mit dem Agena Trader. Da könnt ihr auch genau sehen, was wir machen, wie wir es machen und so weiter. Ich bin nicht da immer permanent online, aber ich bin immer wieder und man kann viele, viele Fragen stellen. Also gerade, wenn man sagt, ja, ich weiß aber noch nicht genau, wie war das jetzt, mit welchem Kriterium. Wer da nicht gerne alleine sein will, der hat da die Möglichkeit, das auch zu machen. Aber guckt es euch halt einfach mal an, ob das was für euch ist. Ich will es zumindest mal erwähnt haben. Es ist eine Unterstützung, denke ich mal, für den eigenen Handel. Ja, jetzt müssen wir mal schnell gucken, habe ich was verpasst? Also einmal unten raus, ist das Signal seine Gültigkeit verloren. Also, sehr schöne Frage nochmal, das können wir natürlich noch gucken. Wenn der Kurs jetzt hier einmal unten getriggert wurde und dann ausgestoppt, dann würde ich nicht nochmal Short gehen. Also es gibt einmal einen Short-Einstieg und einmal einen Long-Einstieg. Und erst wenn der Short hier durchgeht, dann ist der Long-Einstieg obsolet. Ja, weil wir unter diese Marke. Umgekehrt, wenn der Long hier drüber gegangen ist, also der Kurs hier drüber gegangen ist, dann würden wir den Short streichen. Solange das nicht passiert ist, gelten beide Orders, bis jede Seite einmal dran durfte. Ja, also tatsächlich nur einmal. Ja, bleibt mir noch was zu sagen? Ich glaube, wir haben alles gesagt, oder? Ansonsten, ich kann den Agena nur empfehlen. Es ist wirklich eine sehr, sehr gute Plattform. Es ist eine sehr, sehr hilfreiche Plattform, weil sie wirklich Arbeiten vereinfacht, auch Fehlervermeidung erlaubt, also dass man nicht so viele Fehler macht. Ich kann guten Gewissens sagen, ich will jetzt hier nicht einseitig Broker-Werbung machen, aber ich kann guten Gewissens sagen, CapTrader ist eine echt gute Nummer. Guckt euch das an. Es gibt nicht den perfekten Broker. Wer ein sehr kleines Konto hat, der ist wahrscheinlich eher dann mit FX Flat zufrieden, weil das eben dann mehr auf der CFD-Seite ist. Möglicherweise guckt euch dann mal an, was ihr hier für Varianten habt. Sprecht auch hier. Wir haben den Gastgeber hier, vielleicht nicht mehr heute Abend. Das kann sein, dass das heute Abend jetzt nicht mehr geht, aber sprecht die Jungs an und die Mädels. Habt ihr Mädels? Ich weiß es gar nicht, aber Wir haben auch Mädel da. da also. Wunderbar. Sprecht mit den Leuten, die sind wirklich kompetent einerseits, auch gerade was die Verbindung angeht mit Agena Trader, mit dem Handelskonto dann mit der Einrichtung. Nett noch mit dazu. Und also insofern nutzt das Ganze. Ihr habt die besten Voraussetzungen hier zu handeln, wirklich wie wir Institutionelle das tun. Ja, also das ist, kann man wirklich nicht anders sagen. Also es liegt nicht daran, dass die Mittel nicht mehr verfügbar sind. Ich kann mich erinnern, als ich angefangen habe in den 90ern, ist der letzte Schwank, dann hören wir auch auf, ihr wollt Feierabend machen. Da war das alles noch nicht so. Da mussten wir mit einfachsten Mitteln und Bitteln und Betteln, ich musste eine Firma gründen, damit ich mal ein Shortgeschäft machen durfte. Heute haben wir alle Tools, alle Hilfsmittel. Selbst vom Pricing her ist das, wir haben damals gesagt, oh, unter 15 Euro pro Half-Turn, geil. pro Stück beim Future. Ja, da würde man heute sagen, sagen wir, was ist denn das für eine Aktion? Also das ist schon toll, was heute da alles geht. Nutzt das Ganze. Ja? Sprecht uns an, jeden auf seinem Gebiet. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch danke für die Organisation und euch danke fürs Zuhören. Und zuschauen und dann freue ich mich, wenn wir uns früher und später im Markt oder sonst irgendwie wieder begegnen. Ja, super. Vielen lieben Dank, Rüdiger, für das tolle Webinar und die super schönen Schlussworte, die du gesagt hast. Auch ich wünsche Ihnen jetzt allen einen schönen Abend und ich freue mich natürlich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Bis bald, wenn Fragen sind. Unser Support steht natürlich super gerne zur Verfügung. Bis 8 Uhr, bis 20 Uhr erreichen Sie den täglich von 8:30 Uhr angefangen. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich, mit Ihnen das nächste Webinar wieder abhalten zu können. Schönen Abend Ihnen allen noch.